Hi, kurze Info wegen dem, falls es jemanden auffällt, dass auf Twitch die ganzen Aufzeichnungen weg sind. Falls es Leute vielleicht nicht ganz wissen, Twitch ist gerade ziemlich am Rad drehen, was Copyright und sowas angeht. Und man sollte jetzt am besten seine Streams einfach muten und praktisch alles, was man irgendwie an Ingame-Sound dort haben kann, kann am Ende gegen einen verwendet werden und so. Und naja, ich war halt auch nicht besser und habe mich teilweise auch ziemlich darauf ausgeruht, dass man früher auch recht problemlos auch sowas wie Anime-Soundtracks abspielen konnte. Wurden dann halt im Nachhinein eventuell gemutet, aber es ist irgendwie auch nie passiert. Und na gut, jetzt ist das so ein bisschen zum Verhängnis geworden und ersteres sowieso, weil man nutzt halt Ingame-Sound und nicht halt Ingame-Sound nutze dann halt Playlists, wo auch Videospiel-Soundtracks dann vorkommen. Unter anderem, weil Twitch sagt jetzt irgendwie so, oh, wir müssen jetzt richtig vorsichtig sein, weil wir haben zu spät jetzt an Maßnahmen gedacht und so. Und der Punkt ist halt, ich wollte jetzt auf Nummer sicher gehen und habe jetzt einfach mal die ganzen Videos runtergenommen. Und habe die aber, damit die jetzt nicht komplett verloren gegangen sind, vorher noch auf YouTube rüber exportiert. Ein paar sind dabei noch am Verarbeiten und der Großteil ist auch schon drüben. Ich habe jetzt nur alles noch auf privat gestellt. Weil eventuell gehe ich vielleicht nochmal ein bisschen über die Titel drüber und so. Was ich nur sagen kann dazu, ein Teil davon ist aber nicht dabei, weil, naja, ich habe es gerade drüber gezogen, das wurde halt direkt gesperrt. Bei einigen konnte ich noch so ein Tool drüber laufen lassen, wo es dann, vor allem wenn es jetzt nur am Anfang mal irgendein Musiktrack ist, dass das dann einfach rausgeschnitten wird oder gemutet wird. Dass man dann noch so provisorisch die dann noch hat, die. Die Videos dann sich die noch anschauen kann. Und bei ein paar ist noch, wie ich schon gerade sagte, die sind noch am Verarbeiten. Hoffe ich, dass da passiert noch was. Ansonsten weiß ich auch nicht, ob da irgendwas während des Exports schiefgelaufen ist. Kann also sein, dass generell dann ein paar Videos nicht dabei sind. Aber das betrifft, wenn überhaupt, dann ist wirklich dann nur sehr, sehr alte Sachen. So von 2014, 15, vielleicht noch 16. Und ab einem gewissen Punkt hatte ich dann ja sowieso dann auch wieder angefangen, wieder alles auf YouTube direkt zu exportieren. Wollte ich jetzt noch einmal Bescheid geben, dass ihr dann wisst. Ach ja, und was nun Fall ist, wie gesagt, ich habe die erst noch auf privat. Ich werde die Videos dann aber auf nicht gelistet machen, nochmal extra in eine Playlist packen. Wahrscheinlich poste ich nochmal als Kommentar dann hier hin oder in die Beschreibung oder so. Oder wenn sieht ihr, seht ihr die auf meinem Kanal dann wahrscheinlich sehr weit oben, wo ich dann diese ganzen nicht gelisteten Tracks reinpacke. Warum nicht gelistet? Liegt auch ganz einfach daran, dass das sehr, sehr viele Videos sind. Das sind, ich glaube, das können wirklich fast um die 60 Videos sein oder so. Eventuell mehr. Und ich will euch erstmal davor verschonen, dass eure Abo-Boxen absolut geflutet werden von irgendwelchen teilweise 8 Stunden langen Videos, wo ihr dann irgendwie 60 Stück oder sowas dann erstmal in eure Abo-Box gespült bekommt auf einmal. Und weil ich dachte ehrlich, wie es ist, das sind teilweise Stream-Aufzeichnungen, wo ich auch nicht möchte, dass man die so schnell findet. Also ich mache das jetzt wirklich jetzt eigentlich jetzt nur so für die Leute, die dann vielleicht nochmal sich da was anschauen wollen und das jetzt vielleicht sonst schade fänden, wenn es dann ganz weg wäre. Aber schon auch ein bisschen mit der Absicht, dass man das nicht so schnell findet. Weil ich finde viele der alten Stream-Aufzeichnungen nicht mehr unbedingt gut. Ich finde viele Sachen, die ich da gesagt habe, nicht mehr unbedingt gut. Es gibt Sachen, von denen ich mich absolut distanziere. Und deswegen will ich das jetzt nur so als so ein kleines Goodie nochmal haben, jetzt für Leute, die das dann halt noch weiterhin nochmal schauen können, dann, wenn die wollen, wenn, keine Ahnung, vielleicht mal welche irgendwie aus Nostalgie oder sowas, vielleicht nochmal da ein Video anschauen oder so einen alten Stream. Und dass das jetzt halt nicht komplett weg ist. Wie gesagt, einen Teil konnte ich jetzt nicht ganz retten und ich habe jetzt gedacht, lieber jetzt sofort alles rüberziehen und löschen auch, weil man weiß halt nie, wann Twitch es auf einen abgesehen hat, beziehungsweise die ganzen Vertreiber, die jetzt wohl alles tot claimen. Bisher war ich tatsächlich noch nicht betroffen davon. Ich habe noch nichts bekommen, nämlich von Twitch oder so, keine Verwarnung, nichts. Aber es kann halt jederzeit passieren. Und ja, entsprechend muss ich auch mal schauen, wie wir mit Streams demnächst weitermachen. Gerade ist ja eh bei mir wieder so ein bisschen Pause.
ich verspreche nichts. Ich weiß auch selbst noch nicht genau, wie ich jetzt gerade weitermache. Jetzt Semester ist auch gerade wieder halt ein Ding. Also es wird was kommen, wenn was kommt, dann werde ich wieder entsprechend ankündigen auf YouTube oder Twitter oder beides. Und ja, und generell wird dann auch ein Ding sein, dass ich dann die Streamaufzeichnung dann auch in Zukunft dann auch nicht lange dort behalten werde. Also wahrscheinlich werde ich die Aufzeichnung aktivieren, dann direkt nach dem Stream oder spätestens den Tag darauf dann daraus das dann highlighten und direkt auf YouTube exportieren und nach dem Export dann das von Twitch auch wieder löschen. Dann ist es halt dann wirklich da vielleicht nur ein, zwei Tage dann drauf liegt. Und dann entsprechend dann möglichst dann alles auf YouTube dann landet, wie gesagt, weil Twitch gerade am Rad drehen ist, weil verschiedene Vertreiber und sowas am Rad drehen sind und das dann auf uns irgendwie übergeleitet werden muss, weil Twitch damit überfordert ist. Ja, wollte ich nur kurz gesagt haben. Wie gesagt, ich denke mal, sind so ein paar Tagen oder sowas, werde ich dann mal diese Videos freigeben oder gucken, wie schnell ich damit bin. Wie gesagt, ich will mal eventuell ein bisschen drüber gehen und mal die Titel anpassen und sowas auch. Beschreibungen jetzt wohl nicht. Also ich werde jetzt nicht den größten Aufwand reinmachen. Ich mache jetzt auch keine Thumbnails oder so. Das soll es halt wirklich, wie gesagt, jetzt nur so ein bisschen zweckmäßig sein, damit Leute den Content noch haben, damit der jetzt nicht ganz weg ist. Gut, dann sage ich mal bis dann.